Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Ich freue mich riesig, weil endlich habe ich mal Zeit gefunden für Subnautica. Und zwar den, sage ich mal, Folgeteil Below Zero. Wir hatten ja den ersten Teil schon gespielt, der mir auch richtig viel Spaß gemacht hat. Und ich ja auch ewig Zeit drinne verbracht habe. Und die ganze Zeit schwebte mir so vor, ja, ich will den anderen Teil auch mal spielen. Der befindet sich noch in der Early Access. Wisst ihr wahrscheinlich schon. Und ihr kennt wahrscheinlich auch mehr als ich. Aber ich wollte das einfach spielen. Jetzt habe ich Zeit gefunden. Wie gesagt, richtig geil. Und wir fangen auch an. Neues Spiel natürlich. Ich kenne mal wieder gar nichts, ne? Es ist noch im Early Access, deswegen können wir auch nicht viel machen. Wir machen natürlich, denke ich mal, Überleben. Ist das ganz normal? Ich weiß gar nicht, ob es schon das Story-Mode gibt. Keine Ahnung. Überleben. Überlebe eine fehlgeschlagene Außenmission. Nutze Rohstoffe und bekämpfe Hunger und Durst. Und das machen wir auch. Auf geht's. Richtig geil, ne? Besonders, was man schon so ein bisschen weiß und wie man jetzt auch sieht, man ist so in arktischer Region, ne? Ich denke mal, von der Story wird es das gleiche sein. Wir sind auf dem Planet irgendwie notgelandet und müssen dann eben gucken, wie wir uns da ein Leben erhalten. Und ja, richtig geil. Freut mich auf jeden Fall. Ich hoffe jetzt, die Lade-Action ist nicht ganz so viel. Aber bei den letzten Teil oder bei den, sag ich mal, ersten Teil davon, da war es ja schon gigantisch, ne? Man konnte da schön bauen, schön farmen, ne? Ich bin ja eh so ein Lootgeier. Da gab es natürlich auch den Kevin, falls ihr euch erinnert, ein schönes Monster, ne? Diesen Leviathan. Der war natürlich auch richtig gigantisch und hat mich auch ein paar Mal todes erschrocken. Ein paar Inseln gab es. Hier, denke ich mal, wird es ein bisschen mehr Insel geben. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Und natürlich auch mit den ganzen Unterwassergräben. Wir haben im ersten Teil haben wir ja nicht so weit gespielt. Wir hatten gerade mal die Seemotte und konnten die so ein bisschen aufpimpen. Und die Station, die war ja noch so, ja, ganz gut aufgebaut. Aber da war natürlich noch sehr viel Verbesserungspotenzial drinne. Bloß bei mir ist das immer so, zeitlich gesehen muss ich immer gucken, wie ich meinen ganzen Content unterkriege, den ich so gerne machen möchte. Und wenn ich denn sowas wie, sag ich mal, Star Wars Jedi Knight, Star Wars Fallen Order, meinte ich natürlich, oder Terminator kam so auch mit rein. Das sind eben so Titel, ne, die möchte ich denn spielen, das ist Story basiert und da hat man natürlich auch wenig, wenig Zeit. Weiter mit beliebiger Taste. Und da bin ich auch sehr, sehr froh, dass das jetzt losgeht. Okay. Immediate evacuation of Sector Zero to Space Station Vespa. Sam, what's happening? The meteor storm. There was interference. It's closer than they thought. How long? Maybe 10 minutes. Jeff, do you read? Rebin guided it. I translated the wake-up command. Your timing sucks. We're evacuating. Jeff! Oh. His last GPS check-in was at the cave entrance. I'm going up there. Roger that. Don't stay any longer than you need to. Alles klar, wir nehmen hier erstmal unser Tab, ne, was auch immer das ist. Dann haben wir natürlich hier ganz viel Robin Goodall Befragung durch Vesper Sicherheitsdienst, ne? Da steht, drücke F8 zum Melden von Fehlern. Ja, wie gesagt, es ist noch in der Early Access. Ich hoffe, ich bin auch jetzt hier nicht ganz so im Weg. Hier oben steht eigentlich nur, also hier so Early Access, ne? Da ist ja meine Kamera drinne. Ach, ihr seht es ja kaum. Befrager, warum haben Sie sich auf diese Stelle beworben? Alle reden über 4546B. Wer hat sich nicht beworben? Jeff vielleicht? Nein, er hat letzte Woche unterschrieben. Warum dieser Einsatz? Das letzte Mal, als wir empfindungsfähiges Leben entdeckt haben, war es Strader 6 vor 17 Jahren und es hat Spaß gemacht, aber ehrlich gesagt langweile ich mich und Sie haben einen telepathischen Tintenfisch. Ich sollte Ihnen sagen, die Gerüchte über raumfahrende Außerirdische auf dem Planeten sind Gerüchte. Wenn Sie deswegen hier sind, werden Sie enttäuscht. Ich bin Xeno,
Was? Linguistin. Raumfahrende Außerirdische sind unser heiliger Gral. Ich möchte sie finden, rechne aber nicht damit. Was qualifiziert sie für diese Stelle? Es gibt Kreaturen da draußen, die wir uns kaum vorstellen können, geschweige denn verstehen. Wissen Sie, wie ich zu ihnen spreche? Ich denke, sie setzen Reaktionen und Reize miteinander in Beziehung und ich tue, was sie tun, fühle, was sie fühlen. Und wenn sie in flüssigen Stickstoff baden und mit den Füßen sprechen, ziehe ich einen Anzug an und mache einen Handstand. Aber dieses Einstellungsverfahren, das ist das Fremdartigste von allen. Also versuche ich, meine Antworten hiermit in Beziehung zu setzen. Vielen Dank, Robin. Sandra zeigt Ihnen den Weg nach draußen. Sandra? Okay, gut. Das haben wir jetzt. Wie komme ich hier denn wieder? Wahrscheinlich tappen. Gut. So, da haben wir so ein Einstellungsgespräch so mitgekriegt. Wir haben jetzt hier eigentlich nichts. Hier sind Fische, die kennen wir ja noch, die Lübschaugen, ne? Und hier diese, die kennen wir auch noch so, ne? Und hier, war das hier nicht unser Wassergeber? Das war der auf jeden Fall. Ja, wir gehen hier erstmal raus. Ich weiß jetzt nicht so richtig, was passiert. Und wo wir genau jetzt eigentlich sind. Meine Fresse, das sieht hier aber richtig schon mal geil aus. Ich weiß auch nicht, wo lang. Wir müssen erstmal hier so gucken, hier können wir nicht so raus. Ich will hier... Alter Schwede, wa? Oh, da kommen ja wirklich Meteoriten runter. Eigentlich habe ich ja gedacht, wir sind im Weltall. So ganz ehrlich. Damit habe ich eigentlich so gerechnet. Ich gehe hier einfach mal am Rand lang und gucke, ob wir irgendwas noch drücken oder lesen können. Ne, wir können uns nur immer setzen. Aber wir wollen uns gar nicht setzen. Aber ich glaube, wir können hier einfach raus. Und wir sind ja schon auf so einem Planeten. Also die Story ist schon ein bisschen anders. Und hier ist Winter. Und heilige Fresse, was ist das denn da? Oh, shit. Ah, die fliegen ja ganz anders. Das sind keine Kometen. Die fliegen ganz anders. Und was ist das da? Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Was ist das denn hier? Da können wir nichts machen. Wir laufen sehr steif. Aber ist ja auch kalt. Ich weiß nicht, wohin. Wir gucken uns erstmal total hier um. Oh, cool. Das sind ja geile Roboters. Hier könnten wir vielleicht rein, aber ne, geht auch nicht. Uns ist auf jeden Fall kalt. Immer noch. Hier haben sie auf jeden Fall tiefgefrorene, keine Ahnung, Maden gegessen. Also irgendwie, was liegt da rum? Haben wir auch noch so einen Roboter. Und hier, das ist ja richtig cool. Aber die haben ja irgendwas von der Höhle erzählt, deswegen würde ich sagen, wir müssen erstmal eine Höhle suchen irgendwie. Aber wir werden ja jetzt hier schlecht irgendwie reinmachen können. Achso. Okay, hier ist auch ein Schneemann gebaut worden. Klettern. Oh. Ja, stimmt. Da war ja dieses mit den schnellen Klettern. Ah, hier wird es ja keine Höhle sein und hier wird es auch nicht reingehen. Gut, dann klettern wir mal auf schnellen Weg wieder raus. Hopp. Ja, das Spiel verwendet da keine großartige Zeit, denn, sage ich mal, mit diesen ganzen Animationsblödsinn, was teilweise auch cool ist, nur wenn man dann später selber durch die Kapsel dann hin und her reitet, ist ja selber, dann kann man schnell mal eine Etage verpassen. Okay, hier geht's nicht rein. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wohin. Also hier ist ja auch nichts. Wir haben auch nichts anderes. Wir sagen Arbeitsunterlagen. Was ist das hier? Angestelltenprofil. Ne? Das ist Sam Goodall. Familie, Schwester von Robin. Oh, das ist unser Bruder auf jeden Fall. Geboren in der altanischen Stadtstation, bla bla bla, studierte nach Altera Lehrplan bis zum Alter von 16 Jahren, als die Familie nach Auvel zog. Eine unabhängige planetare Forschungskolonie außerhalb des alterianischen Raums. Goodall kehrte so schnell wie möglich in den Altera-Raum zurück, um eine Digi-Ausbildung in fortgeschrittenem Management- und Verhandlungsstrategie zu machen. Ein Moment. Da kam mal so ein kleiner Huster. Bisherige Tätigkeiten und so weiter und so fort. Aber ich möchte ja eigentlich das hier nochmal, genau. Timing ist beschissen, wir müssen Jeff vom Höheneingang. Siehst du? Das meinte ich ja. Aber wo ist hier der Höheneingang? Ach, hier ist eine Höhle, wa? Ja, das sieht aus wie so ein Pfad, wie so ein Weg. Dann gehen wir da mal lang. Das sind schon coole Pflanzen, muss ich sagen, ne?
Wow. Wow. Frisst die mich? Nö. Ah, die macht warm, ne? Sonst ist es nicht mehr kalt. Das sind Wärmepflanzen. Das ist vielleicht für später ganz wichtig, dass ich mir das schon mal gemerkt habe. Die machen ordentlich warm. Das ist ja auch so geil, dass die denn so Pflanzen denn so selber machen können oder selber machen möchten. Ja, das hier auf jeden Fall wieder so ein ganz komisches Teil. Looks like Jeff's GPS track is here, but no other sign of him. Understood. Be careful. Ja, ja, klar. Immer. Wir sind immer vorsichtig. Okay. Steppen hier einfach mal auf dem schnellen Wege durch. Alter. Jeff off! Jeff's not here. Now Jeff is gone. Who am I speaking to? Das würde ich gerne auch wissen. Wahrscheinlich das Gebäude oder sowas, ne? Moin. Wo ist denn Jeff? Mein Name ist Jeff. Jeffoff isn't here. But Sam, we woke something up. I spoke to it. Please, get to the escape ship. I'm on my way. Tafel einsetzen. Ich habe keine Tafel. Was ist das hier? Fremde Forschungseinrichtung 0. Oh Mann, ey. Während eines Aufenthalts auf 4546b hat die mysteriöse Rasse der fremden Raumfahrer, die wir die Erbauer nennen, verschiedene Standorte auf dem ganzen Planeten ausgewählt, um dort ihre riesige Einrichtungen zu errichten. Der Schwerpunkt ihrer Mission zum Schutz vor den Erreger war das Imperator-Exemplar in der Hauptsicherungseinrichtung. Die anderen Einrichtungen dienten zur Vorbeugung und Unterstützung. Forschungsstätte 0. Unbekannte fremde Einrichtung. Der Sektor 0 enthält einige inzwischen bekannte fremde Reservate, aber die fremde Einrichtung in der Nähe unserer Hauptforschungsstation bleibt eine der wenigen, deren Zweck wir noch nicht herausfinden müssen. Sie wird der Schwerpunkt unserer Bemühungen im Sektor 0 sein. Also errichten, Errichter und sowas, ne, kommt oft. Was wir wissen. Die Errichtung, die seit Jahrhunderten im Eis eingeschlossen ist, liegt heute still. Wir können nur noch das erste Kraftfeld überwinden und haben dadurch Zugang zur Vorkammer erhalten, wo ein Kombinationsschloss eines Types, den wir nicht verstehen, weitere Erkundungen verhindert. Was auch immer sich im Inneren befindet, ist gründlicher geschützt als alles, was wir zuvor entdeckt haben. Boah. Ja. Cool. So, jetzt sollen wir auf jeden Fall wieder raus. Das machen wir auch. Ich habe ja so ein bisschen Angst, dass hier jetzt irgendwas richtig aufgeht. Was ist denn das hier für eine Ecke? Oh, was ist das denn hier? Ah, da können wir nicht hin, ne? Wir kommen hier nicht hoch. Das sah aber so interessant aus. Ne? Können wir das nochmal sehen? Ne, wa? Das sah von hier so richtig geil aus. Guck mal da hinten. Da ist doch einer. Garantiert. Cool, ey. Ist ja eh geil, ne? Die Grafik ist jetzt nicht so allzu natürlich detailreich und sowas gemacht, ne? Aber sie passt wunderbar zum Spiel, ne? Auch unter Wasser finde ich schon richtig cool. Finde ich schon richtig geil. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist was aktiv geworden, ne? Kann das? War das schon aktiv? Nö. Aber wir können hier jetzt nicht mehr weg, ne? Ach doch, hier nach oben können wir. Irgendwie nach hinten weg. Okay, dann gehen wir hier mal lang. We have your ship on radar. What? I'm not on that ship. Who is? Jeff's the only one it could be. Where's it going? I'll find out. Where are you now? Still making for the base. That's my best shelter now. Okay, I'm going to see what I can do from here.
Auf jeden Fall würde ich gar nicht so auf so ein Eis latschen, wenn da irgendwie so was runterfliegt. Hier ist schon ganz schön krasse Kacke, auf jeden Fall. Hier geht schon ganz schön was ab. Oha. Heftig. Und da habt ihr euch verrechnet und wusstet nicht, dass das hier auf den Planeten kommt? Ist ja jetzt nicht so, dass der... Oha, und jetzt? Your environment is no longer safe, and your PDA has rebooted in emergency mode. Be advised, high wind speeds will cause lethal exposure in 4 minutes. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier durchschwimmen. Das ist ja logisch. Mehr Möglichkeiten haben wir ja nicht. Und jetzt fängt es richtig erst an. Da blitzt hier aber ganz schön drin. Oh, ich hoffe, wir kriegen, wir schaffen es zum Ausgang. Aber das sieht ja schon fast so aus. Oh ja, da ist Oberfläche. Oha, was ist denn hier los? Moin. Oh, guck mal hier. Ja, da haben wir da schon ein bisschen was gekriegt, ne? Hier sind die ganzen Fischis und so. Ja, natürlich sammeln wir erstmal hier. Warum denn nicht? Ich weiß ja gar nicht wohin. Robin, komm in. I copy. I'm okay. Stay where you are and look up. I'm dropping you a life pod. Did everyone else get away? Did you find Jeff? They're still counting heads. We haven't found him. Alter. Vesper, do you read? Sam. Aber ist natürlich klar, wenn in der Nähe so ein mega Planet ist, ne, dann ist ja gravitationsmäßig das auch ziemlich krass. Oh, was läuft denn da rum? Seht ihr überhaupt was? Ich weiß nicht, ob ich euch ein bisschen heller machen muss. Wahrscheinlich schon. Ich gehe mal kurz raus, ne? Das dauert ja immer nicht lange. Und mache euch ein bisschen heller, auf jeden Fall. Weil dann seht ihr auch ein bisschen was. Ich muss nur mal gucken, dass ich das von allen so ein bisschen besser einstellen kann. Dass das nicht allzu krass ist, weil ich habe ja schon ein bisschen dunkel hier. Ja, das sieht besser aus. Ihr seht jetzt auf jeden Fall mehr als ich. Und das sollte nicht allzu krass sein. Weil letztendlich, ihr müsst ja ein bisschen mehr sehen, damit ihr denn am Ende auch ein bisschen, sage ich mal, naja, was heißt Lugscheißern könnt, das nicht unbedingt, aber ja, ihr wisst ja, was ich meine. Ja, Glubschi, komm, dich will ich, yeah. Den brauchen wir nämlich auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehe. Ja, irgendwas habe ich eingesammelt, wir müssen uns eh noch alles durchlesen, denn das ist sowieso klar. Den nehmen wir auch mal mit. Ja. Ja, wahrscheinlich loslassen, ey. Oh, da ist die Rettungskapsel. Die hat es jetzt schon geschafft. Heftig. Haben wir keine Angst, ey. Boah, ein cooler Anfang. Haben sie sich schön was Neues einfallen lassen. Nicht das Schema F, ne, des alten Spiels so gesehen. Sondern wirklich so ein bisschen mal was Eigenes. Das leuchtet hier auch. Ne, dann hat es nur geblinkt. Hier ist auf jeden Fall eine Rettungskapsel. Da wollen wir auch reinmachen. Ich weiß gar nicht, ging es von unten, oben, Seite? Oh ja, da. Und erstmal rein da. Ja, gut, wie das funktionieren kann, dass wir jetzt nicht so das ganze Wasser da reinlassen. Gut, ja. Schön. Fabricate food and tools and refer to your PDA's databank for more information. Good luck. Dankeschön. Vielen Dank für diese Information, da ich jetzt auf mich alleine gestellt bin. So, Vorräte ansehen. Wir haben natürlich keine Vorräte, aber wir haben natürlich ein bisschen was gefunden. Das ist natürlich immer schön. Ich muss nur lernen, mit der Steuerung wieder umzugehen. Und wir haben natürlich hier den Fabrikator und können natürlich Wasser herstellen, weil wir den natürlich haben. Das kennen wir alles noch. Mann, habe ich das vermisst, ne? So, wir stellen natürlich dreimal Wasser her.
Und natürlich Essen, ne? Gekochte Nahrung, da können wir eben mal den hier machen. Ich glaube den anderen auch noch. Nee, doch nicht mehr. Gepökelt können wir natürlich nicht, weil wir haben kein Salz. Sonst zur Ausrüstung, das ist alles wieder neu. Ich gucke erstmal Rohstoffe, Grundmaterialien, ne? Wir können Fasergewebe, Schlingpflanze, Silikongummi, das kommt mir alles noch sehr bekannt vor. Elektronik, können wir natürlich auch eine Batterie herstellen. Das werden wir gleich mal machen, solange draußen noch richtig die Party abgeht. Ne? Persönliches Werkzeug, ne? Wir können den Scanner, durch die Batterie schon den Scanner herstellen, das ist ganz gut. Und die Taschenlampe, dazu brauchen wir Batterie und Glas. Das ist Mist. Ich glaube Glas? Doch, Glas. Brauchen wir Quarz auf jeden Fall. Das sollten wir gucken. Und wasserdichter Behälter? Aha. Ja, kennen wir auch noch so ein bisschen. So, Vorräte angucken. Wir haben Trinken. Ich mache einmal Trinken weg. Oder zweimal besser gesagt, weil so viel Durst haben wir nicht. Den Scanner werden wir... Ach, der ist da unten schon drin. Dann haben wir noch einmal Quarz. Den können wir hier auch erstmal reinquarzen. Mir ist aufgefallen, dass der Vorratsbehälter ziemlich groß ist. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass das schon mal so groß war. Aber ihr wahrscheinlich. So, Fasergewebe kennen wir alles noch. Quadrat Batterie. Gekochter Fisch. Also Blasenfisch, Reiffisch. Ne, den haben wir auch durch. Dann können wir natürlich Scanner, Taschenlampe, Measure. Also Feldmesser, Auftriebskörper. Ja, aber das kennen wir ja noch. Eine Sprachaufzeichnung, das dritte, was wir alles jetzt hier bequasselt haben, auf dem Weg dahin. Da ist ja nichts Neues durch, ne? Da hat dann nur das PDA hat jetzt gesagt, haben wir total toll gemacht. Notfall. Und dann würde ich sagen, dann schauen wir uns das hier noch an. Hier geht's los. Wenn Sie das lesen, haben Sie eine Notfall-Evakuierung einer der altarischen Technologie ausgestatteten Stationen überlegt. Ihr PDA ist in den Notfallmodus gewechselt. Das Betriebssystem wird Ihnen dabei helfen zu überleben, indem es Ihre Körpertemperatur und Lebenszeichen überwacht und Ratschläge gibt. Überlebenscheckliste. In eine sichere Umgebung zurückziehen, haben wir. Erste Hilfe leisten, falls erforderlich, haben wir. Notsignal senden, haben wir nicht. Notfallausrüstung bergen, falls vorhanden, haben wir nicht. Umgebung nach Bedrohungen und Rohstoffen absuchen, werden wir noch machen. Eine langfristige Unterkunft finden oder konstruieren, werden wir noch machen. Benötigte Überlebensausrüstung mit Hilfe des Fabrikators der Unterkunft herstellen, teilweise erledigt. Andere Überlebenden in Sichtweite oder mit Hilfe des Kommunikators suchen, werden wir noch körperliche und geistige Gesundheit bis zur Rettung aufrechterhalten. Anmerkung: Persönliche und Arbeitsdateien auf diesem PDE wurden verschlüsselt und können später durch einen lizenzierten Techniker wieder zur Verfügung gestellt werden. Geil. Überlebenshandbuch für die Arktis. Mitarbeitern, die bei kaltem Wetter an die Oberfläche arbeiten, wird empfohlen, zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Starke Winde können zu einer schnellen Unterkühlung führen. Halten Sie Ausschau nach natürlichen Unterständen oder schützenden heißen Quellen. Sie können nie wissen, wie lange Sie unterwegs sind. Denken Sie daran, Verpflegung einzupacken. Ein heißes Getränk ist immer eine gute Wahl, wenn Sie bei Temperaturen unter Null arbeiten. Tragen Sie immer zur Mission passende Kleidung. Die Investition in einen Kälteschutzanzug von Altera zahlt sich sicher aus, wenn es ums Überleben geht. Merke, im Zweifelsfall nicht rausgehen. Und natürlich ein Tagebuch haben wir noch. Da kommt hier persönliche Notizen. Ich habe den Kontakt zur Vespa verloren. Ich war schon mal in schwierigen Situationen, nur nicht ohne Netz und doppelten Boden. Das Beste, was ich für Sam tun kann, ist am Leben zu bleiben. Das natürlich in der nächsten Folge. Ich weiß gar nicht, warum wir 101 Leben haben. Hier, seht ihr das? Ach komm, wir fressen noch. Hier, was soll der Geiz? Wir fressen das noch. Und trinken was. Das machen wir auch noch. Pass mal auf. Jetzt gehen wir raus. Essen. Habe ich den nicht gekocht? Der schmeckt wohl nicht. Und trinken. Oh, wir müssen Essen suchen. Das machen wir zusammen in der nächsten Folge von Subnautica Below Zero. Bis zum nächsten Mal. Ciao.